Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rollercoaster Tycoon 1. Wir haben beim letzten Mal unseren Leafy Lake Park, glaube ich, so heißt das Ding. Leafy Lake, genau, haben wir angefangen und da wollen wir jetzt mal weitermachen. Wir laden mal ins Spiel rein. Wir haben ja schon so einiges gebaut hier und wollen mal gucken, ob wir jetzt. Also, ne, wir werden immer so eine Folge ein Jahr machen. Und ja, wir wollen mal gucken, was wir jetzt gleich noch bauen können. Wir haben jetzt 1000 Euro. Das haben wir hier, glaube ich, alles schon gebaut. Autofahrt natürlich nicht. Können wir irgendwann auch mal bauen. Oh, aufregende Attraktion. Schiffsschaukel und Twister haben wir schon. Jetzt gucken wir mal. Entwicklung. 400, okay. Und Einspurbahn hatten wir entwickelt und gemäßigte Attraktion als nächstes am 20. März. Ja, genau. Dann würde ich sagen, können wir doch mal gucken, ob wir überall Mülleimer und so haben. Hier müssen wir vielleicht noch mal ein paar Mülleimer hinstellen. Nehmen wir doch mal hier einen Mülleimer, hier einen Mülleimer und hier einen Mülleimer. Dann bauen wir noch ein paar Bänke. So, so, so. So, und hier. Ja, also wenn man hier rauf geht, dann kann man hier die verschiedenen Sachen ausschalten. Ja, das ist ganz gut gemacht. Dann kann man auch mal hinter die einzelnen Büsche und Attraktionen gucken, wie es da aussieht. Ja, hier die Boote werden auch gut genutzt. Das Riesenrad wird gut genutzt. Ja, dann werden wir gleich mal hier gucken, was wir hinten noch so bauen können. Ansonsten können wir nämlich gleich auch mal hier den Weg ein bisschen weitergehen. Hier so kann man ja auch noch so einiges bauen. Ja. Also hier, das ist natürlich ein bisschen blöd mit dem Hügel, also mit der Anhöhe hier. Wenn ich das jetzt allerdings absenke, dann habe ich hier so eine Klippe und das, ja, weiß ich nicht. Hier könnte man allerdings noch was bauen und natürlich hier so lang. Aber wir warten einfach mal, was jetzt als nächstes entwickelt wird. Da vielleicht sieht man das ja schon. Ein Autoscooter. Ja, Autoscooter ist natürlich auch immer eine Attraktion. Die im echten Leben ist das ja immer eine richtig geile Attraktion. Aber hier im Spiel, ja, da lässt es dann irgendwann nach. Leider irgendwie, komischerweise, weiß ich auch warum. So, dann machen wir das hier mal ein bisschen höher. So, bis da so. Jetzt haben wir schon kein Geld mehr. Müssen wir ein bisschen warten noch. Ja, wir warten jetzt auf unseren Autoscooter und ja, hier die Leute snacken auch ordentlich was. Mal gucken, wir haben schon fast 70 Euro Umsatz hier mit dem Ding gemacht. Also, naja, ist ja jetzt hier auch alles nicht so teuer. Also, wenn ich jetzt hier mal gucke, 1,40 für so ein komisches Getränk, dann ist das echt im Gegensatz zu reellen Parks oder zu echten Parks, ist das ja echt günstig. Ja. 20. März kommt der Autoscooter. Bei 2 Tage noch sozusagen. Dann haben wir das Ding. Und wir machen gerade Minus. Wir sind im Minusbereich. Mein Gott, das kann so aber nicht weitergehen. Hier das Karussell ist. Ja, sehr gut wird das genutzt und hier auch das Karus, hier das Riesenrad, also das Geisterhaus, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil eigentlich kenne ich das, am Anfang wird es immer gut genutzt und mit der Zeit irgendwann geht keiner mehr rein. Ja, das ist natürlich blöd. So, noch ein Tag wahrscheinlich. Ja, jetzt gleich kommt es. Und dann bauen wir den Autoscooter vielleicht hier so hinten hin. Hier so, oder vielleicht auch hier so. Ah, mal gucken, weiß ich noch nicht. Autoscooter, ja, komm, bauen wir den mal hier in den Auto. Hier bauen wir den Autoscooter. Ja, toll, haben kein Geld. Wow. Ja, super. Super Pupa. Können wir auch hier hin? Ich weiß es nicht. Komm, wir bauen den mal. Ah, 440, komm, 6 Euro noch. So, jetzt haben wir noch. Ausgang. Ach nee, hups. Eingang. Ausgang. Aufmachen. Da dröhnt auch schon die Autoscooter-Beat-Musik. Dann. So, und wir brauchen noch einen coolen Weg.
Ja, toll. Ei. Komm hier. 30 Cent. Ah, 40, 50 Cent. 50 Cent. Geht voll klar, 50 Cent. Immer ja tatsächlich so ein bisschen so, ja, sag ich mal, gestalten wie so ein Autohändler. Ach, wir brauchen ja Geld. Immer diese Sache mit dem Geld. Geld, Geld, Geld. Immer nur wollen sie Geld. Aber wir haben kein Geld. Wie immer nicht. Guten Tag. Hallo? Du bist gerade live in der Aufnahme drin, oder bist gerade in meiner Aufnahme drin? Für Rollercoaster Tycoon 1. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Dann sage ich jetzt mal nicht, was mich schon wieder aufregt. Was? Dann sage ich jetzt mal nicht, was mich schon wieder aufregt. Was denn? Sag doch. Ich glaube, meine Grafikkarte ist abgeraucht. Okay, woran hast du das gemerkt? Weil ich auf GTA nicht mehr drauf komme, weil ich meinen Fußballmanager nicht mehr starten kann, ohne dass ich Grafikprobleme habe, und ja, das ich nicht gefixt gekriegt habe. Jetzt starte ich gerade mal Steam, wenn dieses wunderbare Apparätchen mal starten würde. Das heißt, du kannst ja gar nichts zocken. Weiß ich jetzt noch nicht, werde ich gleich sehen. Eieiei. Also ich habe einen normalen Bildschirm hier, ganz normal, wenn ich, solange ich auf dem Desktop bin und so. Steam läuft, Discord läuft, alles kein Problem. Aber Okay. in GTA komme ich nicht mehr rein. Also der geht rein und in dem Moment, wo ich auf letzte, da kannst du dann auf letzte Position und dann lädt er dich ein Spiel rein und dann macht's Grätsche und dann tschüss. Hau da weg. Und vorher habe ich Okay. dann meinen Fußballmanager versucht zu starten und dann hatte ich bloß ein ganz schön komisches, buntes Bild. Und jetzt versuche ich gerade Park Attack zu starten und Gleiche Problem oder was? ich hab, nö, eigentlich ist voll nicht. Gerade hatte ich nur diesen hässlichen, blöden Ladebalken von Gibt's da kein, Windows. kann man das nicht testen irgendwie, ob die kaputt ist? Ja, wenn du mir sagst, wie, dann schon. Ne, ich Das würde ist da mir jetzt jetzt mal egal. googeln. Aber eigentlich die Graf, also ich kenne mich nicht aus, ne? Aber Ja. wenn die Grafikkarte kaputt ist, dann könnte der den Rest doch auch nicht anzeigen. Also ich meine, hier so ein billiges, Kommt keine drauf an, Ahnung. wie weit die kaputt ist. Also Park Attack funktioniert jetzt eigentlich. Das ist okay. Jetzt gehe ich da mal Okay. raus, guck mal, ob mein Und hast du Fußballmanager schon GTA startet. mal im Singleplayer probiert? Nee, weil es mich ja auch nicht interessiert, ob ich im Singleplayer spielen kann oder nicht. Aber vielleicht liegt es ja auch an denen. Hups. Da muss ich rauf. So, jetzt guck mal Eieiei. meinen Fußballmanager wieder aus, der ja vorher auch nicht funktioniert hat. Also das wäre echt arg. Glaube Ich ich. habe jetzt keinen Bock nochmal 4 € für eine Grafikkarte auszugeben, wenn ich Ende nächsten Monat ja, meinen Shadow-PC kriege. Das ist ja Ja. ein bisschen scheiße, wenn ich davor nochmal 4 € ausgeben müsste für eine Grafikkarte. Und drunter brauche ich gar nicht anfangen, weißt du, wenn ich mit dem vergleiche, was ich drin habe. Es wundert mich halt auch, dass das. Gestern ging es doch einwandfrei, heute geht gar nichts mehr. Also, ich weiß gar nicht. Das ist komisch. Gut, meine Fußballmanager lehnt jetzt auch wieder rein, ohne Probleme. Gerade zumindest, ja, alles wieder gut. Und vielleicht war es so ein kurzer Aussetzer. Weiß ich nicht, ja. Das ist wirklich wieder scheiße. Kann ich schon laufen. Ich wollte vorher noch ein paar andere Sachen ausprobieren auf dem Server, ne? Aber ging mal wieder nicht. Also, lag ja dann an meiner Seite, denke ich mal nicht. Habe ich was erzählen, die hier bei Scopum Social Media hört, ja, dass sie das eigentlich nicht wollen. Fragen, Wünsche? So, haben jetzt hier unseren Autoscooter gebaut. Hab den jetzt einfach mal Luigis Autohaus genannt. Ja, jetzt, wenn wir hier mal so ein bisschen, habt ihr gesehen, hier habe ich so Steinuntergrund gemacht. Auf so einem normalen Schrottplatz oder Autohaus ist ja auch mal alles asphaltiert. Daher, hier müssen wir noch. So. Und dann kommt vorne noch ein paar. Ach, hier, ich muss den Weg noch zu Ende bauen. Ha! Und hier gefangen. Und dann noch irgendwie einen Baum hin, welchen wir nehmen. Der ist doch ganz gut. Upp.
gerade ein Auto und Statue hinsetzen. Oder ein kleines, so was hier, so ein Springbrunnen. Weil wir haben da schon einen Springbrunnen. Na, machen wir da Blumen hin. So. Und dann kommt hier vorne, kommen dann Büsche hin. Hier so was wie eine Hecke. So was wie eine Hecke machen. Davor setzen wir noch um. So, jetzt versuchen wir mal nochmal auf den GTA-Server zu kommen, weil sie fragen schon wieder, ob wir heute Abend mitmachen oder nicht. Okay. Wenn ich nicht drauf komme, bringt das ja alles nichts. Ja. Das stimmt. Hier noch ein paar Mülleimer. Bänke. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes erforschen. Eine Wasserrutsche. Okay. Wäre geil, wenn sie Rollercoaster ja auch mal mit mehr Spieler machen würden. Das glaube ich. Ja. Oder ein neueres, ne? Ja, dafür gibt es ja Planet Coaster, aber kann man halt auch nicht zu zweit spielen. Ja. Also Park Attack ist ja schon geil, so ist ja nicht. Ja, das stimmt, das ist halt wirklich, man muss sich halt absprechen, ne? Ja, hier, ich will das bauen und das und das. Ja, man muss halt langsam machen, das ist, also das heißt langsam, man muss gezielt Sachen machen. Hm. Ja, also das ist. Das stimmt. So, wir haben gerade unsere Wasserrutsche bekommen. Was ist die Baum? Da, dieses Ding, ach, die. Ich mag diese Bahn einfach nicht, die ist komisch. So, da fährt man mit dem Schlauchboot, weißt du? Ach so, oh. Schlauchboot ist ja. Also so, ja, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist so eine Rutsche in so ein ja, Röhrensystem, sage ich mal. Und da kannst du dann mit einem Schlauchboot runterrutschen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Mensch, war das heute eine Hitze, du? Ach ja, heute war wirklich warm, ey. Na, wo warst du heute den ganzen Tag? Ja, ich war arbeiten. Ach, ihr habt gar keinen Feiertag. Nee, wieso ist bei euch Arbeit? Hä, was denn für ein Feiertag? Ja, Happy Kadaver ist. Was? Happy was? Happy Kadaver, frohen Leichnam. Ach so, nee, sowas haben wir hier nicht. Bei uns ist Feiertag, was? Ja, okay. Und habt ihr was gemacht? Ich war den ganzen Tag lang mit meinem Kleinen im Pool. Ah ja, okay. Im Pool, so. Ja. Nee, ich hatte heute noch... Wir haben heute, habe ich mit meinen Kindern schön gehandwerkt. Also wir haben... Ich habe ja so ein komisches Moorbeet gemacht und da ringsherum haben wir jetzt aus Europaletten so eine Abgrenzung gemacht. Die mussten sie dann zusammenhämmern und ein bisschen sägen und Folie ranmachen und so. Ja, war ganz gut. Okay, cool. Und dann hatte ich noch Elterngespräche. Ach, das ist nicht so cool. Ja, die waren nicht aber. So cool, so. Nee, die waren aber alle ganz gut. Also. Es ging ja schon ein bisschen hauptsächlich darum, wo die Kinder nach der Grundschule dann hingehen, weißt du? Ach so, ja. Ja, ja gut, wenn. Also sagen wir so, wenn du Eltern hast, die auch auf die Empfehlungen dann eingehen, dann ja. Ist das okay. Also, es gibt halt genug Eltern, sag ich mal, die kriegen eine Empfehlung vom Lehrer, hey, dein Kind ist jetzt nicht doof, aber fürs Gymnasium wird es nicht reichen. Die sagen dann, mein Kind geht aber trotzdem aufs Gymnasium. Ja, gibt's natürlich. Im Endeffekt haben die Eltern ja sowieso die letzte Entscheidung. Aber ich sag mal so, in den meisten Fällen, also zu 90%, hatten wir jetzt da schon eine Übereinstimmung, was die Eltern so denken und was wir so gedacht haben. Ja. Okay. Dann ist gut, dann macht es wirklich Sinn. Weil früher war es ja so, dass du dich nicht über die Lehre hinwegsetzen konntest. Ja, also aber wenn der Lehrer gesagt hat, Realschule konntest du dein Kind nicht aufs Gymnasium schicken. Ja. Heute ist es ja egal, was die Lehrer eigentlich sagen, sondern die Eltern können es hinschicken, wo sie wollen. Ja, also es gibt natürlich eine Empfehlung sozusagen. Ja. Da wird, also der Lehrer schreibt eine Empfehlung aus, ne? Ja. Fürs Gymnasium. Genau. Und dann ist es eben so, du brauchst halt trotzdem einen bestimmten Durchschnitt, ich glaube minimal 2,7, ne? Und alles was, also bis 2,7, also von 2,3 bis 2,7 kann der Lehrer eine Empfehlung ausschreiben, alles was über 2,3 ist, also besser sozusagen, das ist auf jeden Fall Gymnasium. Okay. Und bei der Empfehlung können die Eltern das natürlich trotzdem probieren, aber
es kann natürlich dann passieren, dass das Kind das gut meistert. Oder eben, dass man dann sagt, okay, ist halt doch zu schwer und muss das Kind halt wieder runtergenommen werden vom Gymnasium. Was in vielen Fällen natürlich ja, eigentlich nicht so gut ist, weil die sich ja dann gerade dann neue Freundschaften gebildet haben und so. Und dann ja, muss man halt wirklich gut überlegen. Und es ist, also wir hatten, ja? Es ist ja zum Beispiel so, bei wenn die eingeschult werden, gibt es ja auch noch diese Vorschuluntersuchung. Und wenn der Arzt sagt, naja, bitte gucken Sie nochmal auf Ihr Kind und so. Und die Eltern sagen, nee, wir wollen trotzdem, dass das Kind in die Schule kommt, dann ist das eben so, weißt du. Oder ist genauso, wenn der Lehrer sagt, hier, erste und zweite Klasse können die ja wiederholen. Also es gibt ja 3 Jahre Schulanfangsphase. Das heißt, entweder ich wiederhole die erste oder ich wiederhole die zweite Klasse. Aber wenn die Eltern sagen, nö, dann nö. Dann muss das auch nicht gemacht werden. Und ich finde das nicht gut, weil wozu kann ich denn eine Empfehlung schreiben oder ich kann sagen, passen Sie auf. Das bringt nichts, wenn Ihr Kind jetzt schon in die dritte Klasse kommt. Es hat einfach noch nicht die geistige Reife. Und die Eltern sagen dann trotzdem, ja, dann, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde das manchmal nicht so gut. Ja, ist auch so. Also wir hatten damals, ich kann mich an die Jüngste erinnern, wo wir damals das Gespräch hatten von der Grundschule, wohin es dann geht. Da hat die Lehrerin gesagt, also sie könnte auf die Realschule gehen, aber dann muss sie sich echt auf den Arsch setzen und echt viel lernen. Dann kann sie es packen. Ansonsten wäre es ja Hauptschule oder was? Ja genau, und da und dann haben wir gesagt, dann bleibt sie lieber auf der Hauptschule. Ja. Und dann hat sie auch noch Freizeit, ja. Hat auch noch Zeit für ihre Hobbys. Und wenn sie dann in der 9. gut genug ist dafür, dann kann sie den Realschluss trotzdem Realschulabschluss genau. weitermachen. Ja. Weil das eine Werkrealschule ist, da hängst du dann noch ein Jahr dran und dann ist gut. Genau, kannst also, ja, wenn du 10. Klasse gut gemeistert hast, kannst du ja dann auch noch entscheiden, okay, ich mache jetzt doch noch schnell das Gymnasium oder die Gymnasiale reif oder wie sich das dafür entschieden, weil sonst hätte die ganze Zeit büffeln müssen und hinsitzen müssen, hätte keine Zeit mehr für Hobbys oder Freunde gehabt und wenig Zeit. Ja. Und das wäre mit Sicherheit nicht gut gegangen. Und ich sag mal so, es kommt ja auch immer drauf an, wie die Kinder sich entwickeln, weißt du? Bei einem Kind kann es passieren, dass die Pubertät total reintickt und das Kind wird faul oder keine Ahnung. Es kommen halt andere Interessen wie Jungs und alles sowas. Oder das Kind ist eben so trotzdem noch fixiert auf die Schule, dass es das eben gut meistert. Ja. Das darf man ja immer nicht vergessen. Die Pubertät ist eigentlich ein scheiß Zeitpunkt, sag ich mal. Ja, das ist echt innen, ja. Ja. So, jetzt bin ich tatsächlich wieder drauf gekommen auf Audi. Okay. Also irgendwas war vorher, wo er nicht so mochte. Ich weiß zwar nicht warum. Vielleicht muss aber ich glaube, wenn die Grafikkarte kaputt wäre, würde dein Rechner beim Hochfahren ja schon Fehlermeldung oder sowas anzeigen. Ja, es gibt ja so kaputt und so kaputt. Du kannst ja auch gewissen, wenn sie nur Leistungseinbußen hat, was? Wenn sie nur einen Schuss gekriegt hat irgendwie und dann einfach schnell überhitzt oder heiß wird oder den Arbeitsspeicher nicht mehr voll nutzen kann, weil eine Lötstelle durchgebraten ist oder was auch immer, dann zeigt sie dir den Rest noch normal an, aber sobald sie in Leistung gehen muss, ist dann vorbei und dann stellt sie ab. Also irgendwas war vorher. Ich werde mir mal morgen wahrscheinlich die Zeit nehmen und meinen Rechner aufmachen und mal... Vielleicht ist auch ein bisschen viel Staub drauf oder sowas. Genau das, wie der Lüfter verstaubt oder sonstig was. Ja. Mal gucken, wie ich da... Heute war es zum ersten Mal heiß, weißt du? Okay. Und jetzt ist die Temperatur wieder ein bisschen runter, außen. Vielleicht lag es auch da rein, mal schauen. Zumindest habe ich es jetzt auf dem Server drauf geschafft, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Weiß ich aber nicht. Was mache ich denn jetzt denn? Ich muss es mal ausprobieren. Hier seht ihr Leute, hier jetzt geht fast keiner mehr ins Geisterhaus rein. Ab und zu schon noch mal einer, aber ja, eigentlich viel zu wenig. Naja. Das finde ich eben bei dem Spiel eben blöd, weißt du, irgendwann gehen die Leute in so eine gemäßigte Attraktion nicht mehr rein, weil das halt nicht so aufregend ist. Ach so, okay. Ja. Dann hast du irgendwann lauter leerstehende Attraktionen rumzustehen. Okay. Das ist nicht so schön. Nee. So, jetzt muss ich aber hier erstmal eine Bank finden. Mein Sprit ist aufgesperrt. Dann also erstmal eine Tankstelle. Toll. Weit und breit keine Tankstelle. Ist doch scheiße. Ja, Alter, wo ist denn hier jetzt echt mal die nächste Tankstelle? Hey, das ist ja... Da komme ich ja nie hin. Ah, Leute, wir... Gerade kommen ja ein paar mehr Besucher in unseren Park. Okay.
Aber ich habe keinen Ton. Das ist jetzt geil, ich habe keinen Ton davon. Von Game. Hast du auch alles an? Ja, was soll ich denn nicht anhaben? Weiß ja nicht, irgendeine Regler runtergeschoben im Mixer oder so? Nee, nichts, gar nichts, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht den Headset aus, aber dann könntest du mich ja auch nicht hören. So sieht's aus. Oha, hier, hallo. Na, gucken wir mal hier nach unseren. Dürften eigentlich ausreichen. Handwerker sind genug da. Na, können wir noch vielleicht ein, zwei einstellen. Ein paar Aufsichtspersonen. Park-Cops oder so, keine Ahnung, Aufsichtspersonen. Hier noch einen hin. Okay. Ja, habe ich hier schon neuen Entertainer? Glaube nicht, ne. So, mal in den Sound-Optionen gucken, was da schon wieder eingestellt ist. Ey. Ach, da ist es doch, das sehe ich schon, das Problem. Hat der dumme Computer schon wieder umgestellt? Also, wie hirnrissig das ist, stellt auf einen Monitor für Audioausgabe um, der gar keinen Lautsprecher hat. Okay. Mein kleiner Monitor, wo hier links steht, der hat gar keinen Lautsprecher dran. Okay. Komisch. Also das Problem hatte ich jetzt nicht, dass der das hier mal umgestellt hat. So, geht aber trotzdem. Ja, Leute, wir warten immer noch auf eine Attraktion, die wir bauen können. Gleich kommt eine aufregende Attraktion. Vielleicht hier sowas wie die Überkopfschiffschaukel. Ja, mal gucken. Was es wird. Im Endeffekt, wann kommt denn die Attraktion? Dann haben wir der 16. Juni. Jetzt haben wir Juni schon und der 4. Also ein paar Tage wird es noch dauern. Aber wir nehmen jetzt wieder ordentlich Geld ein. Haben wir eigentlich einen Kredit zu laufen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, da könnten wir eigentlich mal ein bisschen was abzahlen. Ist schon hart. Also ich höre dich, weil ich wohl auf Standard bist. Aber das Ort wie steht auch auf Standard, aber er gibt nichts, kein Ton wieder. Okay. Jetzt mal alles, was damit zu tun hat. Ich mal aufs Headset um. Riesenrad ist defekt. Hey, dann hey. Ja, Leute, irgendwann werden wir auch anfangen, hier so ein bisschen die ganzen Sachen zu thematisieren. Also, ja, Autohaus zum Beispiel kann man ja, ja in so ein Stadtding reinmachen. Man kann halt nicht so geil thematisieren wie in anderen Spielen, wo man dann hier so richtige Häuser bauen kann oder so. Ja, da muss man sich dann ein bisschen was einfallen lassen. Kein Ton, Alter. Ah, Moment. Keine Ahnung mehr. Oh, egal. Das war ja so eine Tanke, bevor mir erstmal der Sprit hier ausgeht. Boah, Alter, was ist denn hier los? Ach, oh, mal geile Grafik hier so. Das Optik, sag ich mal, sieht cool aus auf jeden Fall. Leute, geht echt wieder mal ein bisschen langsam voran. Wir brauchen einfach mehr Attraktion. Schau mal, wenn du das nicht so gut bist, wurde von dieser. Ja. Jetzt wollte ich heute so ein bisschen beim Trading damit machen, ne? Einsteigen. Okay, und? Ja, ich habe alles installiert, aber ein bisschen Geld eingezahlt. Und dann wollte ich zum ersten Mal zu einem Trader, weißt du, kannst ja Copy Trading machen. Mhm. Das heißt, einer, der so ein bisschen erfolgreich ist, den kannst du einfach seine Sachen kopieren und machst dann geht's das gleiche. Ne? Mhm. Dann wollte ich das gerade machen. Mhm. Und jetzt muss ich mich per Video-Chat erstmal anmelden, zeigen, dass ich das bin, obwohl okay. Adresse eingegeben, E-Mail-Adresse verifiziert, Steuer-ID musst du angeben, Adresse und so weiter und so fort, weißt okay, du? Okay, ja. Dann musst du wirklich alles angeben, weil das ja dann schon irgendwie in die, sonst geht's in Richtung Steuerhinterziehung und so.
Und dann musst du trotzdem noch einen Videocall machen und musst deinen Ausweis da noch vorzeigen, was während dem Videocall. Also Was wolltest du Trader sind machen? Kracher. Trading Republic oder wie das Ding heißt? Nee, das ist El Toro. Oder Okay. eToro, 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 nicht El Toro, Okay. eToro. Leute, guckt's euch an. Hier ist die Stationsbremse kaputt. Es sind mehrere Leute auf der Achterbahn 2 gestorben. Das ist echt nicht so gut. Da geht natürlich gleich unsere Parkbewertung runter. Klicken wir mal auf. Oh, da, die ist voll abgesunken. Von fast 900 oder war bestimmt 950 oder so auf 490. Eieiei. Ja, jetzt müssen wir warten, bis es repariert ist. Und dann schließen wir das mehrmals. Und jetzt können wir es wieder öffnen. Ah, das passiert manchmal. Ist halt blöd, aber es passiert. Deswegen muss man immer gucken, dass die Achterbahnen gut gewartet sind. Kann man dann nochmal alle 20 Minuten einstellen. Dann kommt so ein Mechaniker und guckt, ob alles gut ist. Weil, wenn sowas natürlich direkt vorm Ende passiert, ja, dann kannst du alles nochmal von vorne anfangen. Das wäre richtig blöd. Eieiei. Also, dass das so kompliziert ist, hätte ich, also dass das so aufwendig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, so mit Steuer-ID und alles sowas. Ich Doch, hatte doch, auch schon musst du mal schon. überlegt, sowas zu machen. Und die Ja, Frage ist musst immer, wie sicher ist das, weißt du. Ja, das ist jetzt eine Seite, die ist echt gut empfohlen und so. Also es ist du? Okay. nichts Dämliches. Ja, woher weiß ich jetzt, was ich tanken muss? Das ist auch so die Frage, ne? Gibt's mehrere. Ich kann jetzt Benzin tanken, Diesel oder Strom. Strom ist es auf jeden Fall nicht. Mach Hälfte, Hälfte. Sehr gut. Möchten Sie, ich möchte einmal Pommes bitte. Klein, mittel oder groß. Ich nehme gemischt. Gemischt, ja. Ah, Leute, wir haben gerade Go-Karts freigeschaltet. Go-Karts ist natürlich auch so eine Attraktion immer. Ah, die kann ganz cool sein, aber ist halt auch mega aufwendig zu bauen, sage ich mal. Oh, war schon wieder ein anstrengender Tag, Leute. Irgendwie voll tanken kostet 2450 Dollar, weißt Alter, man verdient da ja nicht so viel. Oh. Dafür hält der Tank aber auch sehr Ist lange, ja ne? wie in echt. Da sollen die Benzinpreise auch 16 Cent teurer gemacht werden. Nö. Das Wenn ist in die Amerika weiterhin so eine sowieso nicht komischen möglich. Vorschläge macht, die Baerdog oder wie die heißt, Bardock, OPEC oder was weiß ich was, keine Ahnung, aber. Brokeback Mountain, Ja, die olle Tante, Alter, dann. dann Das wird ist. die aber nicht gewählt. Also jedenfalls Nee. nicht von den Leuten, die noch etwas Gehirn haben. Nee. Nicht wirklich, also das sieht nicht gut aus für die Tante, ehrlich nicht. Vor allen Dingen kommen die immer vor der Wahl mit so komischen Sachen, weißt du, wo ich so denke, ey, das. Naja, ihr wisst doch, dass das damit nichts wird. Ja, ist schon komisch, ne? Außerdem, Schon weißt du, komisch. und jetzt noch, weißt du, wo die Benzinpreise wegen dieser komischen Ökosteuer oder was da eingeführt wurde, schon Auch noch nach 20 oben Cent, gehen. schon 20 Cent teurer geworden sind. Ja, Und und dann jetzt sind kommt noch noch irgend mal. sowas um die Ecke. Ja. Weißt du, das ist aber auch, wer hat denn das der letzte gesagt? Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Das sind aber halt auch Leute, die haben den Bezug zur Realität oder zur Normalität völlig Ja, verloren. ja, ja. Die muss sich keinen Gedanken darüber machen, ob der Sprit 2 € kostet oder nur 1,50 €. Ja. Das juckt die nicht. Verstehst du? Die lebt Ja, finanziell in einer anderen Welt. Die kann das nicht nachvollziehen. ja. Wenn du aber mir 50 Cent teurer den Sprit machst pro Liter und ich brauche aber, jetzt sage ich mal, 20 Liter, damit ich ins Geschäft und wieder heimkomme, Ja. ja, dann sind das 10 € am Tag. Ja. 10 € am Tag. Das heißt, es sind 300 € mehr Kosten. Mehr Ja, Kosten. ja. Nicht, dann bin ich fertig, sondern es sind 300 € mehr Kosten im Monat, die ich für den Sprit ausgeben muss. Ja. Und das ist für die nicht, das ist für die kein Geld, weißt du, das ist für die Ja. kein Geld. Ja. Aber für den Normalsterblichen ist das schon eine jede Menge, ne? Also Auf für jeden mich Fall, ist es ja. wahnsinnig viel Geld. Bis ich das wieder reingeschafft habe, das kannst du Ja. knicken. So, 30 die Euro, da Kohle. müsste, also, da muss ich, was weiß ich, glaube, 2,5 Stunden arbeiten oder so. Warte Vielleicht kurz, sind es auch nur Terrence. zwei, ich weiß gar nicht, was ich so bekomme, brutto. Yo, Terrence, was geht ab? Terence Hill. Ich bin da. Ich farme.
Farmen. Nicht Mais. Nein, ich bin bei Trauben. So Leute, wir wollen hier mal ein bisschen versuchen, jetzt Geld reinzukriegen. Und dann wollen wir mal doch Go-Karts bauen. Schumacher, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Gibt nicht so viel Geld wie Mais. Aber dazu brauchen wir erstmal Geld. Geld, Geld, Geld. Aber vergleichsweise mit dem gleichen Aufwand wie mit Mais. Natürlich ist jetzt hier, haben wir ein echtes Problem. Ja schon, Euro. Aber der Aufwand oder wie lange du damit beschäftigt bist, ist bei Mais mehr oder weniger? Ja, ist schon wieder voll. Ach, du musst ja mit dem Zeitaufwand, musst du es ja vergleichen. Achterbahn 1 ist direkt, was hat denn die Achterbahn 1? Hoffentlich nicht die Sicherheitsabschaltung. Ja, schon. Das geht ja, das geht, Sicherheitsabschaltung ist gut. Also ist nicht gut, aber besser als Stationsbremsen kaputt. Ja. Waren wir im Heidepark und da gibt es ja diesen Grottenblitz. Und da ist es auch so, der fährt ja zwei Runden. Und ich stand das erste Mal da an der Station und das Ding fährt da durch die Station und ich dachte so, weil ich das Spiel ja da schon gespielt habe, habe ich gedacht, die Stationsbremsen sind kaputt. Und dann ist er beim zweiten Mal dann doch angehalten. Gut, du sammelst aber halt mehr bei Trauben, ne? So, ja. Aussichtsturm, ja. Aussichtsturm ist auch eine coole Attraktion, das könnten wir hier hinbauen. Gut, und geldtechnisch ist da noch nichts. Mehr. Mensch, Leute, ey, ich sag's euch: Hier Geld zu verdienen ist auch nicht gar nicht so einfach. Okay, aber das ist auf jeden Fall einfacher als in Parkitect. Hey. Und was ist mit Tomaten? Aussichtsturm. Den bauen wir jetzt erstmal. Hier so. 148. Und wir haben kein Geld. Wir haben einfach kein Geld, Leute. Nehmen wir denn hier ein, zwei. Wufftsch. Ja, Leute stehen tatsächlich noch an. Zumindest mal mit Augen. Jetzt gucken wir mal, was. Tomatenfarmen, dann da. So, es läuft soweit alles. Ja, wir warten noch auf Geld. Wir brauchen 150 Euro und mehr, damit, weil der soll ja auch eine bestimmte Höhe haben, der Turm. Aber so wird das nicht, Leute. So langsam wird das nicht. Dann bleibe ich beim Mais. Dann bleibe ich beim Mais. Ja, du hast nachher bloß das Popcorn ist halt vom Gewicht her sehr viel, ne? So, jetzt haben wir noch Geld. Können wir ja bauen. Aussichtsturm. So, bauen wir den. So, jetzt wo ist denn der blöde LKW-Händler überhaupt noch mal gewesen? Ah ja, klar. Rauscher 2, das hätte keinen Wert mit einem. Oh. Der scheiß LKW-Händler. Die will nur lauter Autos, ups. Aber das ist. Ah, da LKWs, obwohl es ein LKW. Okay. Hatte Schlangen. Na, toll. Und wieder kein Geld. Gibt's da nicht. Ja, noch ein. Du bist der Importeur. Jetzt haben wir gleich Geld, aber ich trinke erstmal einen Schluck. Ja, theoretisch, ja. So. Ups. Jetzt mal hier auch Blümelein wieder hinsetzen. Blumis.
Rote Blumen. Okay, alles klar. Hin. Nee, da auch nicht hin. Okay, aber. Alles klar. Ja, natürlich. Bis dann. Tschüss. Nur ein paar Büsche. Ja. Ja. So, da bin ich wieder. Ja. Was du legst auf. Jetzt ist der Anruf beendet. So. Bäume. Ganz gut aus. Ein Baum. Schon wieder kein Geld. Es kann doch nicht wahr sein. Wie immer halt, oder? Ja, wie immer, wie immer. Geld regiert die Welt. Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt unheimlich. Ja, das stimmt. Achso, ich könnte mal den Turm öffnen, wa? Und 80 mal öffnen. Da dreht er sich. Turm. Ach, wir haben ja kein Geld. Ah. Aber unsere Parkbewertung steigt wieder, Leute. Das ist gut. Aber wir werden das Ziel ja locker schaffen, hier 600 eine Parkbewertung von 600 zu haben. Und 500 Besucher haben wir ja schon. Wir haben ja schon 700. Bisschen mehr Geld. Machen wir noch ein paar Bäume. Und jetzt haben wir doch schon wieder kein Geld. Mein Gott, ey. Mal hast du Geld, mal hast du kein Geld. Was setzen wir? Persönlich. Wieder kein Geld. Na, sieht da ganz gut aus. Geht in den Weg. Eines hin. Okay, sieht gut aus. Sieht doch gut aus. So, was kommt als nächstes für eine Attraktion? Aussichtsturm oder freier Fall? Wir hatten doch zwischendurch noch eine aufregende Attraktion. Ach, das waren die Go-Karts, genau. Nächstes kommt der Freefall Tower. Der ist natürlich, der macht natürlich dann auch wieder Geld. Wenn wir dann hier unten hinsetzen. Eigentlich könnten wir das ja. Ich könnte mal alle zu. Dann geht das hier so mal komplett runter. Ich würde sagen so 3 und dann. Moin Moin. Hallo Avi, bist live in der Aufnahme drinne? Ja, das macht nichts, kenne ich doch schon. Also, auch nicht, ich bin nicht live, ne, sondern ich nehme auf für YouTube. Ah, okay. Ja. Das ist mein Sonderfall. Ja. Ach, wo? Genau. Ich spiele gerade Rollercoaster Tycoon, deswegen. Ah, ich habe schon wieder kein Geld. Und du schon wieder fleißig am Trainieren, oder was? Ich wollte jetzt gerade anfangen. Okay. Aber eher so Konkurrenzbeobachtung. Eigentlich, ich bin der Meinung, ich habe mich da ziemlich austrainiert auf der Strecke.
Okay. Ach, jetzt fängt doch noch an zu regnen und wir verkaufen noch keine Schirme. Voll. Ups. Welchen Teil spielst du? Den ersten. Okay. Gibt's davon irgendwelche Remaster-Versionen oder ist das? Es gibt Rollercoaster 1, 2 und 3 natürlich. Dann gibt es Rollercoaster World und noch irgendwie zwei andere Teile. Und eins ist sogar fürs Handy. Und dann gibt es ja, wie gesagt, noch Planet Coaster. Aber ich weiß nicht, ob das von demselben ist. Aber ich glaube eher nicht. Aber nee, das, glaub ich auch nicht. Das ist eben so das Neueste. Und dann gibt es halt noch Parkitect. Das ist so Rollercoaster Tycoon 1, sage ich mal, mit sehr viel besserem Schönbau. Jetzt mal ja, so sagen. Und wieso Let's Playst du denn nicht Parkitect? Das mache ich auch noch. Ich wollte eigentlich so durchspielen von 1 bis. Weißt du? Ja, verstehe. Ich finde 1 einfach. Von den Rollercoaster Tycoon-Teilen finde ich 1 einfach mit am besten. Ja, ich mochte 1 auch sehr. Nur, dass ich ständig kein Geld habe. Das ist nervig. Aber es ist immer noch, wenn es regnet, laufen die Leute eben in Attraktionen rein, wo eine Überdachung ist. Ach, warst du schlau, waren die damals schon? Ja. Das hat ja ein, also Rollercoaster Tycoon 1, hat dieser Chris Sawyer oder wie der heißt, der hat das ja alleine programmiert. Bis auf die Musik. Boah, das ist echt beeindruckend. Ja. Das stimmt. Eieiei. Haben einfach, kriegen nicht hier noch Geld rein. Minus hier. Werbekampagne könnten wir vielleicht auch mal schalten. Brauchen wir aber 300 für. Weil wir haben ja genug Leute im Park. Hier, unsere Parkbewertung ist natürlich auch wieder nach dem schlimmen Unfall auf der Achterbahn. Ja, da war gerade bei mir, gab es ja immer so die Sache, dass die Stationsbremsen kaputt sind. Und wenn dann ein Zug da drinnen steht und einer kommt angerast, dann explodiert der ja sozusagen. Ja. Und dann steht unten immer hier irgendwie, keine Ahnung, 24 Menschen sind bei einem Unfall auf Achterbahn 1 verunglückt oder irgendwie sowas. Und dann geht deine Parkbewertung runter. Ist das echt so schwer in dem Spiel an Geld zu kommen? Also ist das gar nicht so einfach, Geld zu verdienen? Ach, eigentlich ist es schon einfach, aber naja, wenn du dann noch einen Kredit zu laufen hast und so und ja. Eigentlich ist es einfach, eigentlich an Geld zu kommen. Ich finde das eigentlich sehr gut, wenn es schwer ist, an Geld zu kommen. Ja, dann solltest du vielleicht mal Parkitect spielen. Okay, das ist anspruchsvoll. Ja, das ist richtig anspruchsvoll. Mission 3. Da musste 800 Eintrittskarten verkaufen und 500 Leute im Park haben. Und ich habe es jetzt schon viermal probiert und ich habe es nicht hinbekommen. Ich spiele eigentlich eher so die Sandbox-Varianten nicht. Also so Missionen. Achso, aber auch da ist es schwierig. Wenn du dann noch Schönbau machen willst, dann. Bei mir muss immer alles nur funktional sein. Nee, ich bin immer so, dass es auch hübsch aussieht, weißt du? Ja, genau.
in Assetto Corsa habe ich das mal so ein bisschen beobachtet, wie es dann aufgeteilt ist mit AM und Pro, so das Fahrerfeld von den Zeiten her. Mhm. Und es sind beim letzten Rennen wohl ein paar Leute dazugekommen, die auch ihr Debüt so gesehen hatten. Und interessanterweise ist es hier, scheint es hier auch so zu sein, dass viele in der falschen Liga sind. Von den Zeiten her, dass sie einfach in die Pro gehören würden. Okay. Eigentlich genau das gleiche Problem wie mit unserer Formel 1 Liga. Dass die Amateur- bzw. zweite Liga einfach vom Niveau her zu krass angestiegen ist. Okay. Ich glaube, das haben wir hier auch. Das ist natürlich blöd. Ja, ich guck mir halt so die Zeiten an. Ich will ja sehen, wo ich so stehe. Hm. Jetzt fühle ich mich zum ersten Mal auch gut vorbereitet und ich glaube, ich wäre nicht mal in den Top 10, ehrlich gesagt. Wie bitte? Du wirst was? Ich glaube, ich bin nicht mal in der Top 10. Okay. Zeiten, ja. Vielleicht so 10. Ja. Ist doch Top 10. Ja, gerade mal so. Ja. Neue Attraktion, Topspin. Doch geil. Topspin ist gut. Wo bauen wir den denn? Bauen wir den noch hier oben hin oder bauen wir den da unten hin? Da müssen wir hier anheben. Hier anheben. Kostet 120. Kann man natürlich gerade wieder nicht. Dann machen wir dann natürlich Geld für 400 im Minus. Eieiei. Und was ich zum Beispiel auch blöd fand, ist, wenn du einen Doppelweg baust bei Rollercoaster Tycoon 1, sind die Leute manchmal im Kreis gelaufen und dann kam irgendwann die Nachricht, Besucher so und so findet den Parkausgang nicht. Oh Mann. Na, die kannst du immer nur einfache Wege bauen. Bei Rollercoaster Tycoon 2 konntest du schon Doppelwege bauen. Da gab es dieses Problem nicht mehr. Gibt da keine Mod für? Stimmt, für weiß ich nicht. Eins? Keine Ahnung, ich spiele immer ohne Mods, weißt du. Ja, aber so eine Mod würde sich schon lohnen. Die greift ja nicht so sehr ins Spiel ein, sondern behebt eigentlich nur einen offensichtlichen Bug. Oh, da ist er an der Wand gelandet. Ja. Bei Parkitect zum Beispiel kannst du auch zu zweit spielen, ne? Kannst du mit zwei Leute oder bis zu acht Leuten können an einem Park bauen. Oh ja, das sorgt auf jeden Fall für Zinsstoff potenziell. Ja, vor allen Dingen musst du dich dann immer absprechen, ne? Wegen Geld und so. Also hast du da nicht acht Konten, sondern nur ein einziges Konto. Ein einziges Konto, worauf du dann... So wie zu Hause mit dem Partner oder Partnerin. Genau, ja. Kann man so sagen. Ja. Gott, wieso geht hier keiner rein, Leute? Eieiei. Mal 2 €. Sollten sie wohl wieder reingehen. Da strömen die Leute wieder in die Achterbahn 1. Schaukel ist defekt. So, wir wollen diese Folge noch unser Topspin bauen. Der kostet 580. Das kann was werden. Ob wir das schaffen? Ups. So. Ich wollte nachher mal probieren, Pfirsich Eistee selber zu machen. Okay. Aber ziemlich spät, also ich hätte das ja ein bisschen früher schon gemacht. Ja, aber das Ding muss ja bis morgen abkühlen. Ach so. Dann kann ich es morgen schön trinken. Oh.
denn ja morgen ein Tasting durchführen auf YouTube. Ja, genau, aber ich filme mich ja nicht selber. So. Schmeckt lecker. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ja. Ich habe mir heute erstmal ein neues DJ-Mischpult geholt. Also vorhin bestellt. Ein DDJ 200? 400? Keine Ahnung. Weiß nicht mehr so ganz genau. DDJ 200. Ganz neue Seiten, die man an dir kennenlernt. Das war mir gar nicht bewusst, dass du so musikaffin bist. Geht. Früher war es ein bisschen mehr. Da habe ich auch selber Remixe gemacht und so. Aha. Habe ich leider nicht mehr, weil irgendwann mal meine Festplatte kaputt gegangen ist und dann war das Ding weg. Habe ich den noch? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal gucken. So, wir brauchen noch ein bisschen Geld, Leute. Jetzt haben wir's. Wir die Wand ein bisschen hochziehen. So. Und dann bauen wir da nämlich unseren Topspin ein. So. Könnten wir mal noch mal zu essen hin. Brauche ich wie viel Geld? 580. Eieiei. Gleich ist die Folge auch zu Ende. Bei den Topspin will ich jetzt noch bauen. So, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Hat er noch angerufen? War noch schön als Telefon, ey. Ich nehme immer noch auf, ne Matze. Ja, alles klar. So, heute ist ja Donnerstag, war? Wie ist denn das Training ausgefallen? Was denn für ein Training? Formel 1? Oder trainieren die nicht heute um Donnerstag? Nee, nein. Das ist nur in Monaco so. Ah, aber das war letzte Saison war noch anders, oder? Nee. Nein. Dachte immer, drei freie Trainings, Donnerstag, Freitag und Samstag. Nein. Nee, Donnerstag. Zwei am Freitag und das dritte am Samstag. Richtig. War zwei am Freitag und das dritte am Samstag. Ja, das ist die Regel und die wird nur außer Kraft gesetzt für Monaco. Ah, okay. Wenn der alte Fürst seine Totenruhe haben will, Freilass. Ja, genau. Ah, okay, ich war, als ich mal ich war ja mal in Südfrankreich, da waren wir auch in Monaco und da waren wir ja da oben bei diesem Fürstenpalast in so einem Garten drin und da konntest du auch dann da in so ein Gebäude reingehen, wo diese ganzen alten oder verstorbenen Fürsten dann eben aufgebahrt, also so dann beerdigt sind, wo man sich die Gräber angucken kann. Okay. War schon prunkvoll, ne? War ja auch im Petersdom drin, ne? Ey, du kannst dir das echt nicht vorstellen, wie riesig dieses Ding ist. Du stehst da so, du siehst das ja immer nur im Fernsehen, denkst dir so, ja, okay, gut. Du stehst davor und denkst dir so, wie hoch? Zahlst du auch genug Steuern dafür? Ich zahl keine Kirchensteuer. Ach so, okay. Ich auch. Aber viele. Ah. Ja. Lasse zahlt doch, glaube ich, oder nee, Pingas war das, glaube ich. Aber das war schon, also das ist auch ein krasses Gebäude. Du kannst ja dann richtig auch nach oben gehen und du läufst dann in der Kuppel oben so rum, ne, immer hoch. Und irgendwann, die ist ja dann, ne, wird ja immer runter und du läufst dann irgendwann so schräg, musst du dich dann halten, weil halt dann so die Wand ist. Also das ist schon geil. Und dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, was sie dann da sonst draus machen mit diesen ganzen, also da ist ja dann auch ein Museum drin und du kannst ja auch in diese Sixtinische Kapelle da rein. Und erstmal ist es so aufgebaut, sage ich mal, so ein Rundgang. Ikea, weißt du, so dass du durch alle Räumlichkeiten gehst, ne? Gibt's immer nur einen Weg. Und die schleusen da so viele Leute durch und in dieser Sixtinischen Kapelle, da waren so viele Leute, ja, du konntest ja echt kaum noch treten sozusagen. Und dann war immer so ein Typ drin, da darf man ja keine Bilder drin machen und so. Und eigentlich muss man ja auch drinnen leise sein. Und das war eine Lautstärke da drin, ja. Also, da muss ich echt sagen, dafür, dass es ja so ein Heiligtum ist, also wird damit ganz schön Geld gemacht. Ja, aber es ist halt so. Ne? Ja, ja. Aber es ist trotzdem krass, sich das mal anzugucken. Also,
auch alles, was die da so haben in ihrem Museum, die ganzen Statuen und ganz alte Landkarten und alles sowas. Also das ist schon. Wenn man mal in Rom ist, könnte man das echt mal besuchen. Und dann ist es ja auch so, man läuft so durch die Stadt und man denkt sich so, wo wohnen die hier alle? Hier, eine Ruine neben der anderen, weißt du, so gefühlt. Ja. Naja, und eben ganz schön hügelig, ne? Oben wurde er auf drei oder vier Bergen oder so was erbaut. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ja, irgendwie sowas. War auf jeden Fall strategisch von Vorteil für die. Ja, natürlich. Ich weiß immer nur, dass das Gründungsjahr von Rom. Weiß das jemand von euch? Nee. Vergessen, keine Ahnung. Da gibt es ja 500 irgendwas, so einen Augustus, keine Merkspruch gibt Ahnung. es ja dazu. Echt? Ja, da geht 753, Rom kroch aus dem Ei. Also Ach, so früh 700, schon? 7, 7, Wow. 7, 753, 753. Ja, 753 wurde Rom gegründet. Ich hätte die jetzt 200 Jahre später verortet. Also, ich Was meine hast so, du? das wäre so richtig, ne? Alle Angaben ohne Gewähr. Ja. Ausgang. Jetzt haben wir tatsächlich noch geschafft, unseren Topspin hier zu bauen. Bin gerade etwas irritiert. Wieso? Wieso? Der Ingers ist bei Discord nicht online, der ist im Spiel als so Corsa, aber nicht auf dem eigenen Server. Der ist verschwunden. Ja, das ist so manchmal so. Unerreichbar. Ist Ja. manchmal so. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Auch der andere Thomas hier, Kibit, spielt auch Auch, Assetto okay. Corsa, auch auf keinem der beiden Server. Ich weiß nicht, sei nicht in irgendeinem Event oder so? Ach so, Weiß okay, ich das jetzt kann nicht, sein. keine Ahnung. Ich bin da nicht up to date und so. Nee. Weg. Was da wieder an? Und Vectro Esports hat ja auch noch nicht gesagt, wann sie dieses Event da machen wollen. Ja, ihr Oh, geiles leider bin Event. ich das tatsächlich nicht dran. Wie bitte? Hast du gesagt, Avi? Ich habe nur gesagt, alleine habe ich keine Lust. Ich dachte, die würden fahren. So. Euro nehmen wir mal hier. Bis da ist mal wieder defekt. Hey. Machen wir ihn. Halt die Frage, wie klein Ich war schon wieder das? einen Anruf. Aha. Der Frank Black. Moment. Ja, bitte. Frank Zander. Ja, bitte. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Es ja, also Gutachten ist fertig. Vorne links ist tatsächlich die Feder gebrochen und dadurch hat natürlich die Elektronik falsch reagiert und könnte schon zu dem Unfall geführt haben. Genau. Ja. Ja, das Auto war schuld. Am Unfall selber war das Auto auf jeden Fall schuld, ja. Alles klar? Okay, alles klar. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Oh, der Anruf auch beendet. Tudelü. Klingt nach einem Gutachten. Ja, natürlich. Dass du da gerade sinngemäß zitiert hast. Ja, total, oder? Aber klang auch sinnvoll, oder? Ja. Ja. Wenn du eine Autowerkstatt hast, musst du auch mal für die Polizei ein Unfallgutachten erstellen. Ja, kein Geld. Da die gute Dame Ja, nämlich Leute, gesagt hat, also das ich würde Auto hat sagen, falsch ich reagiert. beende jetzt erstmal die Folge hier. Wir haben jetzt wieder ein Jahr rumgekriegt. Jetzt sind wir schon wieder März im dritten Jahr. Ein Jahr noch, also bis Oktober haben wir jetzt noch, mal jetzt noch durchhalten. Und dann haben wir diesen Park auch hoffentlich geschafft. Und ja, ob wir es schaffen oder nicht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich irgendwann nochmal auf Twitch online. Auf jeden Fall am Montag gibt es ja wieder DTM, ja, 20 Uhr. In Zoll, da sind wir ja unterwegs. Und das ist ja dann das vorletzte Rennen. Ja, und letztes Rennen war ja leider nicht so gut.
Bin ja ein bisschen abgehoben, ne? Bin ja voll durch die Welt geflogen mit meinem Auto. Aber naja. Auf jeden Fall in 2 Tagen kommt auf jeden Fall auch eine neue Folge von Rollercoaster raus. Probier es immer alle 2 Tage und ja, dann gucken wir mal, ob wir den Park hier schaffen oder nicht. Bis dahin, ja, wir hören uns. Ciao. Tschüss.